Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir gemacht, wir waren bei Thelma. Die hat uns gesagt, ja, such mal den anderen Typen da irgendwie beim See der Zoras. Und da wollen wir halt auch gleich hin. Ich wollte jetzt hier nochmal ganz kurz hier gucken, weil ich nicht weiß, wieso, weshalb, warum und so. Weil hier kann ich wohl anscheinend irgendwie lang gehen. Aber komm auch nur zur Barriere, okay. Und hier komme ich nicht rein. Das war fast zu erwarten. Aber ich habe halt beim letzten Mal gespeichert und bin quasi da vorne jetzt gespawnt, warum auch immer. Das war jetzt für mich ein bisschen seltsam. Weil eigentlich hatten wir vor, Thelmas Wirtshaus quasi geparkt. Aber gut. So, dann. Können wir warpen von hier aus? Unmöglich. Unmöglich. Das sind Leute in der Nähe. Wenn du dich verwandeln willst, auch ist irgendwo, wo es keiner sieht. Okay. Wo sieht es denn keiner? Hier sind überall Menschen. Überall. Sie sind überall. Naja, wird schon. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Und dann halt zu sehen, wie wir zum See der Zoras kommen. Ah ja, genau. Hier war der Hundeknochen. Hier draußen hatten wir den einen Geist erledigt. Bei Nacht. War doch, glaube ich, Nacht, wo wir das gemacht haben, ne? Ich glaube. Ich hoffe. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber. Na, eigentlich wollte ich nicht nur zum Wolf werden, eigentlich wollte ich auch gleich warpen. Warpen. Und zwar zum See dazu. Da ist auch ein Fähnchen markiert, wo ich hin soll. Ne? Will ich da wirklich hin? Ja, doch, ich glaube schon. Wird schon irgendwie, ne? Das da oben, was war das? Zora Höhle. Was ist das hier für ein Symbol? Hatte ich mir beim letzten Mal schon überlegt, ne? Naja, was soll's. Gehen wir mal dahin. Das wird schon. Das wird super. Bestimmt. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Diesen Visa Ranel Raffel. Frag mich nicht, wie er heißt. Irgendeinen Bekannten von Thelma soll man finden. Und die Frage ist: Wo, wie, was und warum? Wir werden mal eben schnell zum Menschen wieder. Dann versuchen wir. Irgendwen hier zu finden. Das wird bestimmt super. Hoffe ich. Glaube ich. Jetzt dadurch, dass wir uns halt auch zum Menschen verwandeln können und so. Zum Wolf verwandeln können, einfach mal so, ne? Da haben wir auch noch ein paar Steine, die wir irgendwo finden müssen. Dann haben wir auch noch so ein okkultes Training, das wir absolvieren müssen. Und. Also hier, ne? Beispielsweise könnte ich ja doch jetzt hier einfach zum Wolf werden. Bisschen rumträllern, wie lustig ich bin. Ach du Scheiße. Das krieg ich doch nicht hin. So ungefähr? Ich glaube nicht. Das war richtig. Das war einigermaßen richtig. Okay, hätte ich früher runtergemusst. Okay. Gut. Ja, so ist besser. Okay. Geht doch. Damit habe ich ein weiteres okkultes Training dann gleich freigeschaltet. Sehe ich das richtig? Okay, heulen. So ein schönes Wolfsgeheul. Da sind diese Siegel, die wir, glaube ich, damals auch eingesammelt haben, ne? Sehe ich das richtig da auf der rechten Seite? Sind das nicht diese Siegel, die von den sieben Weisen eigentlich ursprünglich daherkommen? Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay, das kann ich. Bin ich, weißt du wo.
Aber es wird mir alles auf der Karte angezeigt. Ich muss halt nur irgendwann mal auch da hinkommen. Jetzt haben wir zwei oder drei Dinge offen, ne? Da ist ein so ein Ding. Ich soll schnell hinkommen. Ganz ehrlich, wie soll ich denn da hinkommen? Ist das ein Gebiet, wo wir erst noch hinkommen werden, ja? Ist das das Gerudo-Tal, von dem wir schon erfahren haben? Wo waren das andere Dingens? Wir hätten doch noch eins irgendwo angemarkert. Oder kann man immer nur eins gleichzeitig markieren und dann hat man Pech, wenn man noch mal eins findet? Oder wie ist das? Weil so an sich sehe ich das halt jetzt nicht. Also außer ich habe es irgendwie übersehen. Da hinten kann man noch irgendwie lang. Da müssen wir da auch nochmal hin. Irgendwann. In Klammern-TM. Na egal. Also nicht wirklich egal, aber wir finden schon noch heraus, wie das hier alles genau weitergeht. Müsste ich halt vielleicht in meiner Aufnahme gucken, wo der andere Stein war, zu dem man hingehen können wollen, tun. Und dann finden wir das dann vielleicht auch nochmal. Und auf der Karte hier, wo ist denn das? Nee, kann ich die Karte nicht öffnen. Da. Ich gehe mal davon aus, eins dieser beiden Täler hier, die jetzt hier noch offen sind, ist das Gerudo-Tal. Das andere ist... Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Und... Ja, mal schauen. So, und hier irgendwo soll ich hin. Wahrscheinlich an das Seil, das da auf der anderen Seite des Turms hier gerade ist. Achso, das kann sein, ist eine Leiter. Ey, ist doch das Gleiche. Sah von der einen Seite einfach nur aus wie so ein Seil. Ne? Da kam halt nur die helle Kante her und... Oh, mehr war nicht zu sehen. Oder war für mich nicht zu erkennen. Ich habe keine Ahnung. Guten Tag. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen würdest. Oder müsstest. Du bist doch Mammut, oder? Du kennst sicherlich Selma. Ich bin oft bei ihrem Laden. Man nennt mich Raffler. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und, täusche ich mich? Mammut, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, wo ein zur Höchststrafe verurteilter Schwerverbrecher hingerichtet werden sollte. Es heißt, dieser Verbrecher wurde mit Hilfe eines verwunschenen Spiegels auf direkten Wege ins Jenseits befördert. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nun eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genauer untersuchen. Und Mammut, was planst du jetzt zu tun? Willst du einfach selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Ja, kann man machen. Oh, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Kräften liegt. Bitte übergib dies Toby. Er betreibt einen Freizeitpark am Hyliasee, nicht weit von hier. Du hältst Rafflers Notiz. Sie ist für Toby bestimmt, den du am Hyliasee findest. Das ist der mit der Kanone, ne? Okay. Es gibt da diesen Menschen, Toby heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen, er steht tief in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm. Er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Okay. Kann ich einfach runterspringen? Ja, kann ich. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob wir... Warte mal, kann ich da nicht auch einfach... Das ist nicht hier. Warte mal. Hier. Da oben. Hoffen wir das anziehen und dann kann ich schneller schwimmen. Ich weiß nicht, ob das schnell ist. Ich weiß es wirklich nicht, das ist das Schlimme.
Und das ist jetzt Tobi oder der andere Typ? Man konnte ja hier auch irgendwo hochgehen. Würde ich jetzt wissen, wo? Ich habe keine Ahnung. So, dann warte mal. Machen wir... Wo ist es? Da unten. Packen wir das mal dahin. Falls du Tobi bist. Hier. Oh, da ist er vom alten Raffler. Pah, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Also, ja. Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich mal auf den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist so, was ist? Soll es sofort losgehen? Ja, okay. Na gut, na gut. Aber einen Freiflug bekommst du nur dies eine Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase, hier entlang bitte. Okay. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Aber es wird schon. Ja. Auf in die Wüste. Mahmut, warte. Ich, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbrannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und dem Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolks. So, wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Sowas aber auch. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Uns war es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, doch ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über eben jeden Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du willst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Na dann, Ogo, Ogo.
Irgendwie glaube ich mit einer Marke den Link. So, einmal ganz kurz hier. Ich glaube, die Wasserrüstung brauche ich jetzt hier nicht. Ich laufe da eher tatsächlich lieber in grün rum. Am liebsten natürlich in rot. Aber rot haben wir jetzt nicht.